Wenn Tariqat Scharia Azima ist, weshalb lassen sich Scheichs von Damen die Hand berühren, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach authentischen Hadithen nie eine Nicht-Mahram berührt hat? Das ist die erste Frage. Das ist die erste Frage. Die Antwort. Das ist eine sehr gute Frage. Scharia, ja, kommt drauf an. Scharia-Fragen, es gibt schon unterschiedliche Auffassungen in dieser Sache auch. Ja. Und unsere Unterscheidungen sind nicht direkt nach Hadithe oder aus dem Koran und so, verstehst du? Das ist nicht unsere. Das ist nicht, was wir persönlich direkt machen, sondern wir machen das, was wir lernen von Lehrern, von Mazahib, die daraus ihre Methode nehmen. Ja. Nehmen die Methode aus den Hadithen raus, aus dem Koran, haben die Methode, das auszuwerten. Ja. Das heißt, wenn jemand zu mir sagt, ich habe das nicht da gelesen oder nicht da gelesen, dann ist das für uns nicht direkt ein Beweis. Was Sheikh Nazim gemacht hat, getan hat, ich weiß, dass Sheikh Mehmet zum Beispiel das überwiegend vermeidet. Ja? Das überwiegend vermeidet. Und es teilweise zulässt, weil es halt Baraka ist, den Heiligen oder auch einen Propheten oder auch immer, dass du einen Gottesdiener, siehst du, dass du deine Demut demjenigen gegenüber zeigst. So wie auch das Handküssen zu den Eltern zum Beispiel. Ja? Dass du da einfach die Demut zeigst. Und das können Frauen machen und auch Männer. Verstehst du? So. Sheikh Nazims Antwort, ich weiß nicht, das hat ein, Sheikh Jamaluddin hat mir das erzählt. Sheikh Nazims Antwort, da kam einer, hat einfach auch, das war in Türkei. Ja. Und da war Sheikh Jamaluddin, hat Sheikh Nazim gefahren, so im Auto, ja. Die wollten gerade losfahren, dann kam einer, so adapsismäßig zum Fenster von Sheikh Nazim. Sheikh Nazim war da schon, weiß ich nicht, 70 Jahre alt oder so, 75 Jahre alt. Und dann haben die das, hat er dann in das Fenster runtergemacht, weil dieser Mann da kam. Und dann hat der halt zu Sheikh Nazim gesagt, so direkt: Sheikh Nazim, warum lässt du dir die Hand küssen von Frauen? So. Und Sheikh Nazim hat nur so gemacht. So. Und der ist geflogen mit Rückwärtssalto auf den Bürgersteig, hat Sheikh Jamaluddin gesagt. Verstehst du so? Das ist eine absolute Adapsis-Frage einem Heiligen gegenüber. Verstehst du, wie ich meine? So, Sheikh Nazim kennt Scharia. 100% kennt Scharia Azima. Sheikh Abdullah Faisal Thani kennt auch Scharia Azima. Ja, da wollten die auch. Da war Sheikh Abdullah, Allahu A'lam, es gibt Unterschiede über sein Alter, was die gesagt haben. Ja. Manche sagen, er war über 100 geworden, manche sagen, war, weiß ich nicht wie alt, da war er schon 90 oder sowas, mindestens. Und dann kam ein Mann mit seiner Partnerin. Syrien war damals Durchreise, Damaskus, auch auf dem Weg nach Indien. Und dann haben die auch gesagt, ja, die Frau soll ja draußen bleiben, nicht den Scheich sehen. Wegen, ne, die hatten sozusagen diese Angst. Ne? Dann hat Sheikh Abdullah Faisal Thani gesagt, auch Scharia, das ist für diese Regel zum Beispiel, ist für jemanden, der wild noch ist. So. Nicht für einen 90-jährigen, 100-jährigen Wali. Dass der nicht den Mann mit der Partnerin begrüßen kann. Stehst du? So. Da passiert bei ihm gar nichts. Dann kann man das vergleichen mit einem 20-jährigen, untrainierten Ego zum Beispiel. Kann man das vergleichen? 90-jährigen, 100-jährigen Scheich. Verstehst du? So, und da ist Baraka drin. Und Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Es gibt Hadithe über Händeküssen. Genau, wer das gemacht hat, weiß ich nicht. Da stand, Juden haben das gemacht.
es gibt Hadithe von Sayyidina Ali, wo die ihm die Hände geküsst haben. Und wie gesagt, also Sheikh Mehmet und Sheikh Nazim kennen Scharia. So. Siehst du? Und normalerweise, das stimmt, versuchst du das zu vermeiden, ne? Berührungen. Versuchst du zu vermeiden. Aber wenn du eine Schüler-Sheikh-Beziehung hast, ist das halt ein bisschen was anderes. Ne? Da musst du schon auch eben dein Ego runter machen und die Hand küssen. Und Sheikh Mehmet, wie gesagt, er ist ja auch noch jünger. Sheikh Nazim war am Ende 80, 90, so, verstehst du, und schon im Rollstuhl auch am Ende. Weißt du, das ist nur noch Licht. So. Das ist nur noch Licht bei ihm. Da ist nicht mehr dieses normale Ego-Ding, so was wir haben. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Das kannst du nicht vergleichen. Das ist nicht dasselbe. Ja, und das ist wie väterlich, das ist wie ein Vater zu den Ganzen, zu den Schülern oder Großvater zu den Schülern. Alle, die ihn getroffen haben, die kennen das, die haben das gesehen. Oder? Ja. So, normalerweise natürlich. Man versucht, Berührungen zu vermeiden. Es gibt Mazhabs zum Beispiel, wenn Berührung stattgefunden hat, ich glaube, Schafi zum Beispiel, dann musst du auch Wudu neu machen. Zum Beispiel. Erstens darfst du es nicht, zweitens sollst du neu Wudu machen, ne? Darfst du nicht Hand geben. Und Sheikh Mehmet versucht das auch zu vermeiden. Sheikh Mehmet ist auch noch jünger, mashallah. Ne? Sheikh Mehmet, wie alt ist er? 67. Und er versucht das auch zu vermeiden. Ne? Zieht dann weg, ganz oft. Er gibt da auch nicht die Hand freiwillig. Er versucht das nicht zu machen. So. Ja. Wenn jetzt jemand kommt und greift die Hand vom Heiligen, verstehst du, wie ich meine? So. Majduba, was auch immer, verstehst du, wird unbedingt. Okay. Ja, so ist das ja. Die verstehen ja überhaupt nichts, worum es da überhaupt geht. Die haben ja das niemals gespürt, wie das ist, in der Präsenz von einem Heiligen zu sein. Weißt du? Und wie wichtig das ist, dass du dann auf dein Ego trittst, dass du in Angesicht der Präsenz von Allah, diese Repräsentation, Manifestation von Allahs Kraft, Jazba und Allahs Jalala, die er manifestiert durch seine Heiligen, was dann überhaupt passiert mit jemandem? Und wie viel Segen da drin ist, dann deinen Kopf runterzumachen vor denen. Deine Demut zu zeigen, dein Ego zu trainieren, verstehst du? Die denken ja auf einem ganz anderen Level. Ja. So. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich sage nur, wir folgen jemandem, der Scharia kennt, und wir folgen jemandem, der Sheikh Al-Fasistani kennt, 100% Scharia, Sheikh Nazim 100% Scharia, Sheikh Mehmet 100% Scharia, verstehst du? So. Das sind Sachen, da gibt es Zweifel drüber, natürlich. Aber es sind Sachen, die in bestimmter Hinsicht, je nachdem, wie okay sind. So.